Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Forza Motorsport 5. Der Rennsimulator. Wir kehren zurück auf den heißen Asphalt der Road Atlanta in Georgia. Ja, da hat sie irgendjemand abgewürgt. Tag in Asenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Forza Motorsport 5. Ich bin gerade dabei, mit meinem Ford Shelby ein paar Rennen zu bestreiten. Zwei habe ich schon gewonnen. Eins davon war in der Folge zuvor unsere Sonderveranstaltung mit möglichst viele Autos überholen. Das hat auch Spaß gemacht. Und jetzt geht's weiter. Auch in den USA, das passt wieder für meine Karre. Genau. Auf heimischem Boden, sozusagen. Aha. Das ist wieder eine Sonderveranstaltung. Entscheidungsrennen, keine Ahnung, das ist mein Auto hier. Okay, machen wir gleich, komm. Und heute ist wieder Cockpit erstmal angesagt. Meine Lieblingsperspektive und ich wechsle ja immer ein bisschen ab für euch. So, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt abgeht hier. Oder ist das doch ein normales Rennen? Also ich habe jetzt 0 von 3, das heißt 3 Rennen. Runden, nicht Rennen. Aber offensichtlich nicht alles diese modernen Muscle Cars, sondern schön gemischt irgendwie. Naja. Oh, 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 oh. Holla die Waldfee, holla die Waldfee, holla die Waldfee! Ein Gedränge ist das hier. So, das war sehr gut, Herr Frenkel. Da muss er sich mal wieder selber loben. Auch wenn es hier stinkt. Jetzt. Nach Bierfurz. So, Rang 5. Und es geht weiter. Ja, genau. Das war genau richtig dosiert von der Bremsung. Seht ihr ja, die Hilfslinie, die ist rot und dann wird sie gelb und blau ist dann okay und dann kann man schön durchpreschen. Das ist das Prinzip hier. Im Prinzip halt so wie bei Forza Horizon auch schon. Oh, und dann wieder meine Lieblingssonne, die so schön blenden kann. Einfach ein genialer Grafikeffekt, der sich auch spielerisch echt auswirkt. Zum Glück war es hier eine Gerade. Was macht der denn? Voll das Gedränge jetzt an der Kurve. Wow. So, da haben wir noch ein paar Konkurrenten. Die müssen wir jetzt noch eintüten. Na, läuft doch prima. Läuft doch wunderbar. Hoppala, stopp, stopp, stopp. Auch ein Shelby mit einer ganz hässlichen Lackierung vor mir. Was meiner viel schöner. Das sieht ein bisschen aus, als hätte der ein 5-jähriges Kind und das Kind hat es mit Wachsmalkreiden angepinselt. Komme ich da jetzt vorbei an dem Arsch, hey, oder bremst er mich aus? So, jetzt. Okay, nur noch einer vor mir. Freundchen, dich hole ich auch ein, aber ganz, ganz, ganz einfach. Komm! Rang 2! Schubs! Okay, das war nicht so fair, das gebe ich ja zu. Ja, fair wird eh überschätzt. So, und schön rum. So, also jetzt habe ich mal schon eine ganze Siegesserie hingelegt, muss ich sagen. Ne? Da muss man sich fast überlegen, ob er ein bisschen was am Schwierigkeitsgrad dreht. Ich warte noch ein bisschen ab, weil oft wird es ja dann erst auch vom Spiel her einfach immer schwieriger. Oh, fuck. What the fuck? Ah, die Fahrlinie könnte ich natürlich wegmachen, aber ob das nicht ein bisschen zu übertrieben ist für mich, das traue ich mir, glaube ich, noch nicht ganz zu. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Lalalalalala, sehr schön. Da weiß ich ja dann überhaupt nicht mehr, ne? Wie ich bremsen muss und so. So, ein bisschen langsamer.
Eine Runde noch? Ja, genau. Wir sind in der letzten Runde jetzt. Alles läuft prima, ja. Holla. Das war wieder knapp vorm Rausrutschen. Juppidi! So. Eine ganz üble Kurve hier wieder. Die Pylone da, die fahren wir nochmal tot. So, wunderbar. Jetzt habe ich die aber ganz schön abgehängt. Das muss man nochmal so sagen, ey. Ich glaube, ich werde nochmal ein weiteres Rennen fahren, um zu schauen, ob ich das jetzt immer so locker gewinne. Das ist natürlich dann nicht der Sinn des Erfinders, ne? Da müssen wir dann irgendwie ein bisschen was am Schwierigkeitsgrad ändern. Mal schauen. Wow, wow, wow. So. Und wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Hurra! Palem, palem! So. Dann machen wir jetzt mal Lucky Lucky. Wir fahren noch ein Rennen und wenn das auch so easy zu gewinnen ist, dann werde ich am Schwierigkeitsgrad irgendwas ändern. Aber ich glaube noch nicht die Fahrlinie, nee. Die brauche ich noch. So, Gold. Wieder 5040 Credits eingetütet. Das Auto etwas ramponiert. Und fortsetzen. Es geht zurück nach Prag, eine Stadt, die bekannt für ihre wunderschöne und eindrucksvolle Architektur ist. Das stimmt, die ist optisch echt der Brüller. Außerdem kommt da ein ganz bekannter Sänger her, von dem ich ein großer Fan bin, also gewissermaßen. Karel Gott, ja, weil der hat ja mein Lieblingslied gesungen, die Biene Maya. Also vor so ein, zwei Jahren fand ich das noch gut. Das ist ein schöner Stadtkurs. Vermeiden Sie den langsamen Verkehr, um Ihren Gegner abzuhängen. Aha, fahren Sie gegen Ihren Rivalen. Okay, das sind jetzt irgendwelche Sonderveranstaltungen. Und da muss ich Erster werden, weil nur zwei Fahrzeuge teilnehmen offensichtlich. Und wir fahren das in der Außenperspektive. Okay, es fahren noch mehr mit, aber es gelten anscheinend nur die Runden für zwei. Keine Ahnung. Also ich muss einfach möglichst schnell fahren. Das verstehe ich, das können wir hinkriegen. Komm. Ist das der Schwarze schon, oder was? Oh, fuck. Das tat dem Auto gerade nicht so gut. Und das auch nicht, aber komm, wir wollen gewinnen. Oh, super da über die Brücke. Das sieht so geil aus. Wenn ich denn mal Zeit habe, überhaupt so zu gucken, ne? Ich muss mich natürlich ein bisschen aufs Rennen konzentrieren. Oh, fuck. Komm, leck mich am Arsch hier. Okay, das war anscheinend tatsächlich. Ich habe jetzt überholt. Und das andere da, das sind alles nur Sonntagsfahrerhindernisse. Ja, ja, euch versäge ich doch alle mal locker aus der Hüfte hier. Och, ich bin so scheiße. Ich hätte so ganz bequem dran vorbeifahren können und dann so ein Kack hier. Und da ist er wieder davongegangen jetzt. Wegen meines blöden Kackfehlers. Aber ich habe ja noch eine Runde. Ist ja nicht alles verloren.
Was fahre ich denn da so stur geradeaus auf das Heck drauf? Das war echt oberpimmelpeinlich. So, jetzt haben wir hier ein Duell. Einen Zweikampf hier gegen, wie heißt er? Ich kann es nicht lesen gerade, egal. Alan Weaver, komm rum jetzt hier, an ihm vorbei hier. Windschatten und dann raus. Arschloch. Das hat er absichtlich gemacht, ne? Geh weg da. Komm. Weg, 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 weg. So, jetzt haben wir es wieder im Griff. Jetzt haben wir es wieder im Griff. Hua! So. Und jetzt wird mir dieser Scheißfehler von eben da nicht nochmal passieren. Jetzt bin ich ganz konzentriert und schaukel das Ding ja nach Hause. Genau, halte dich von den langsamen Fahrzeugen fern. Jetzt weiß ich auch genau, was das bedeutet hat. Wie das gemeint war. So. Sieg. Und jetzt gucke ich mal die Schwierigkeitsgrade an. Weil, wenn man das erhöht, kriegt man ja auch wieder mehr Kohle. Kriegt man ja Bonuskohle. Das lohnt sich schon. Genau, bei der Driver-Da-Schwierigkeit zum Beispiel könnte man mal ansetzen. So, fortsetzen wollen wir jetzt nicht, ne? Wie kann ich jetzt da zurück? Ich will eigentlich jetzt nicht direkt fortsetzen. Muss ich das machen oder verstehe ich jetzt nicht gerade? Was haben wir denn hier noch? Okay, dann drücken wir halt in Gottes Namen auf Fortsetzen. Kann ich immer nur raus, wenn ich eine Rennserie abgeschlossen habe? Oder habe ich jetzt irgendwas übersehen? Wir kehren zur Heimat des Bathurst 1000 zurück, dem Mount Panorama Circuit in Australien. Wahrscheinlich muss ich einfach auf mein Xbox-Symbol klicken. Das, wartet mal, geht das? Nee, das wollten wir nicht. Im Spiel. Es muss ja möglich sein, die Optionen aufzurufen irgendwie zwischendrin. Das kann ja nicht sein, ne? Da hat der Herr Frenkel irgendwas übersehen. Okay, da kann ich die Schwierigkeitsgrad ändern anscheinend, ne? Was haben wir denn da? Durchschnitt, Überdurchschnitt? Ah ja, okay. Machen wir das. Jetzt wird es neu gestartet, wegen dieses kleinen Dings da, oder wie? Das ist ja komisch. Was haben wir denn hier noch? Fahrhilfen? Ach, da wäre verlassen gewesen. Frenkel, du bist ein Idiot. Fahrhilfen, was ist da noch zum Beispiel? Ach, Spielschwierigkeit leicht. Ah, komm, wir versuchen das jetzt mal zumindest. Einmal versuchen wir das. Ich habe jetzt also quasi ein bisschen die Schraube angezogen, ein bisschen schwieriger gemacht. Da schauen wir mal. Das wollte ich nicht. Ich wollte jetzt bitte fortfahren. Auf geht's! Schauen wir mal, wie das jetzt wird. Ihr werdet es in dieser Folge aber leider nicht mehr erleben, weil wir nämlich dann bald am Ende sind. Wie sich das jetzt auswirkt. Mal schauen. Auf geht's! Das ist jetzt ein ganzer Schwierigkeitsgrad mehr. Aber das war jetzt... Oh, kack, du Arsch, du! Jetzt hätte er mich beinahe aber sowas von richtig rausgeschuppert. Siebter. Na, dolle Wurscht. Naja. Da vorne ist dann perfekter Windschatten. Komm, ich will da vorbei. Das war gut, das war gut. Hier wird es ein bisschen eng gerade. Merkt ihr das auch? Oh lala.
So, und wir sind jetzt am Ende dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr lasst mal ein Like da. Und wie es ausgeht, erfahrt ihr dann in der nächsten Episode, wenn ihr wieder zuschaut. Danke fürs Gucken und ciao, ciao.